Ja, absolut. Also in New York ist ja nicht das eingetreten, was wir alle erhofft haben, aber es gibt eine neue Chance. Hier hinter mir Köln. Ein riesiger Blizzard rollt auf Köln zu. Hamster sind schon ausverkauft, Iglus, alles weg. Die Stadt reagiert auch. Zwischen 3 und 5 werden möglicherweise keine Bahnen fahren. Ab 18 Uhr soll Notbeleuchtung eingeschaltet werden. Und insgesamt bereitet sich die Bevölkerung auf eine ganz stürmische, ganz, ganz kalte Nacht vor. Und der Bürgermeister rät, wer heute Abend zu Hause bleiben will, soll nicht weggehen. Terror, Terrorismus, Terrorist. Worte, die die BBC aus ihrer Berichterstattung streichen will. Der Chef der arabischen BBC hat diese Woche nochmal alle Angestellten an die Richtlinien erinnert. Diese besagen, nichts und niemanden mit dem Label Terrorist zu versehen. Und dafür gibt es zwei Gründe. Der erste, der Begriff Terrorismus ist echt unklar. Ein politischer Begriff. Er wird von Tätern und Opfern gleichermaßen benutzt. Was dem einen sein Terrorist ist, dem anderen sein Freiheitskämpfer. Eine allgemein akzeptierte Definition gibt es nicht. Die UN versucht seit Jahren eine Definition des Terrorismus, doch bis heute konnte man sich auf keine Mehrheit einigen. Einig war man sich lediglich, dass Terror gegensätzlich ist zum internationalen Frieden und der Sicherheit. Das heißt so viel wie, wir wissen nicht, was es ist, aber wir wissen, es ist nicht gut. Die BBC nennt einen Bombenanschlag einen Bombenanschlag und ein Massaker ein Massaker. Der zweite Grund, warum die BBC das Wort Terrorismus nicht benutzt, das Wort macht Angst. Töte einen, ängstige 10.000. So hat ein chinesischer Krieger im 4. Jahrhundert vor Christus Terrorismus beschrieben. Und apropos Angst. Die Angst sehen wir nach den Anschlägen von Paris nun auch beim Kölner Karneval. Das Festkomitee zieht den geplanten Charlie Hebdo-Mottowagen zurück. Besorgte Bürger hatten sich geäußert, sie hätten Angst, Ziel eines Anschlags zu werden. Der Kölner Karneval pfeift also auf Je suis Charlie und hat folgerichtig den Bau eines Charlie Hebdo-Karnevalswagens abgebrochen. Letztlich den Ausschlag für das Nein gaben besorgte Bürger. Die haben getan, was besorgte Bürger eben tun, ihre Sorgen an die Öffentlichkeit getragen. Deswegen gibt das Festkomitee bekannt, wir stehen hinter der Meinungsfreiheit und der Aussage des Wagens, aber möchten allen einen unbeschwerten Karneval ermöglichen. Den Charlie Hebdo-Wagen als Gefahr auszumachen, jetzt gebannt ist, unterstellt Attentätern aber eine übermäßige Rationalität. Ich jedenfalls bin nicht in der Lage, mir eine Gruppe von Terroristen vorzustellen, die jetzt da sitzt und sagt, okay Jungs, vielleicht überlegen wir uns das nochmal mit unserem Anschlag. Jetzt fährt der Wagen ja nicht mehr. Wenn irgendein Quartalsirrer den Kölner Karneval angreifen möchte, dann macht er das. Auch wenn kein Charlie Hebdo-Wagen fährt, der als Begründung herangezogen werden kann. Im jeweiligen religiösen Handbuch des Vertrauens findet sich sicher auch eine andere Begründung. Im Zweifelsfall einfach, weil da exzessiv gesoffen und gevögelt wird. Mit Amateuren arbeiten, tut mir leid. Das haben wir schon, das haben wir Mann. Drauf. Sehr gut. Also jetzt laufen wir. So, lieber Sigi Gabriel, Sie wollen Bundeskanzler werden, das darf keine Sau wissen. Und bis dahin müssen Sie noch einen Rhetorik-Gruf draufkriegen, dass nicht alle Wähler denken, Mensch, warum sitzen wir hier in der Abiturnachprüfung und der Lehrer Sigi schmeißt uns gleich raus. Wir machen wieder ein Rollenspiel diese Woche. Ich bin ja Ihr heillos überbezahlter Mediencoach. Und das Spiel heißt diesmal, der possierliche dicke Sigi ist kaum, dass die SPD mal nicht zu Hause ist, mit beiden Patschehändchen in den verbotenen Pegida-Marmeladetopf gegangen. Was müssen wir jetzt überbringen, wenn Herr Frey und Frau Schausten vom ZDF fragend in uns dringen zu diesem Thema? Der Satz heißt, oh, seid mir doch nicht böse. Aber mit Menschen nicht mehr normal zu reden, seien Sie mir nicht böse. Und wenn man dann daraus, seien Sie mir nicht böse, das ist ja schon mal der Eindruck, der, seien Sie mir nicht böse, in den Medien total verrückt vermittelt wurde. Geile Optik, ne? Hat nichts mit dem Thema zu tun. Wir fanden es geil, jetzt machen wir es halt so. Und jetzt wird es im Echtzeit auch direkt schon wieder langweilig, aber irgendwann müssen wir ja auch die wenigen VWLer unter euch ansprechen. Daher mein Thema heute, der Konsumklimaindex der GfK, die Gesellschaft für Konsumforschung.
Jeden Monat aufs Neue können wir ganz oben bei Spiegel Online lesen, wieso die Kauflaune der Deutschen ist. Kaufen, kaufen, kaufen oder ich kauf mir was, kaufen macht so Spaß, sind da die typischen Headlines. Auch diesen Monat erfahren wir vom Spiegel, dass Deutschlands Bevölkerung im Shoppingfieber ist und Shoppen ist in, Sparen ist out. Ich würde behaupten, dass der unbedachte Leser nun denkt, dass das wirklich so ist, sprich die Deutschen gerade im Moment mehr shoppen. Was aber die GfK tatsächlich macht, ist eine vage Zukunftsprognose, die schon sehr häufig total daneben lag. Das funktioniert im Groben so. Rund 2000 Personen werden drei Fragen gestellt. Erstens, wie wird sich die wirtschaftliche Lage entwickeln? Zweitens, wie wird sich die finanzielle Lage Ihres Haushalts entwickeln? Und drittens, ist es derzeit ratsam, größere Anschaffungen zu tätigen? Es gibt auch immer nur drei Antwortmöglichkeiten. Es wird besser, es wird schlechter, es bleibt gleich. Dann werden die Antworten gegengerechnet und daraus entsteht dann der berühmte Konsumklimaindex. Mit dem tatsächlichen Konsum hat das erstmal gar nichts zu tun. Und selbst die GfK gibt zu, dass selbst bei guter Kauflaune die Menschen auch das nötige Geld bräuchten, um was zu kaufen. Was mich wundert, ist, wieso dieser Index immer wieder eine Top-Schlagzeile wert ist. Er sagt nur bedingt was aus und liegt auch noch oft falsch. Besonders seltsam ist es dann, wenn Experten noch Begründungen für die Konsumlaune liefern. Mein Highlight in diesem Monat ist die Expertenwarnung zum Thema Griechenland. Da heißt es, wenn die Verbraucher die Gefahr sehen, dass sie beispielsweise durch einen Schuldenschnitt finanziell belastet werden, könnte das die Konsumlaune eintrüben. What? Da muss man wahrscheinlich echt erstmal VWL studiert haben, um hier einen Zusammenhang zu sehen. Sag mal, Schatz, hast du noch ein bisschen Kleingeld? Grüße aus Griechenland! Am Dienstag war die Gedenkfeier zur Befreiung von Auschwitz. Dort war auch Hans-Jörg Fehlewald, seines Zeichens Chefreporter Politik von Bild. Und ihm fiel dazu folgender Tweet ein. TV-Reporter im Schnee, Felljacke, Winterstiefel, beginnen zu verstehen, wie Überlebende vor 70 Jahren im Häftlingshemd litten. Kollege Nöte, kommen Sie mal.